So, ich grüße euch mal wieder bei meiner zweiten YouTube-Premiere. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich stehe in Real Fishing VR, nein, Real VR Fishing. Und ich habe einen Key dafür bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Das Ding erscheint am 12. September für 20 Euro für die Oculus Quest. Ja, der erste Eindruck hier. Das Ding sieht besser aus wie Bait. Ja, Bait ist ja auch mehr so ein Cartoon-Angelspiel. Das Ding hier soll ja ein richtiges Simulationsspiel sein. Und wenn ich hier so nach draußen schaue, das sieht schon richtig gut aus. Da ist mein virtuelles Aquarium. Ich gehe davon aus, da werden später Fische drin rumschwimmen. Und ansonsten, das Ambiente hier ist echt nett gemacht. Hier sind dann auch noch so, ich habe keine Ahnung, was das ist, das kann man jetzt schlecht lesen, da ist die Optik jetzt nicht ganz so toll. Da sind Angelrouten und so weiter. Gut, ja, das ist das Hauptmenü von Real VR Fishing und wir haben da einmal die Maps, die Angeln, den Store, das Aquarium, ein MP3-Player, ihr könnt mit eurer eigenen Musik angeln gehen, ein Leaderboard, Tutorials und die Settings. Ja, wir schauen erstmal in die Settings. Ich kann hier die Sprache ändern, das kommt wohl später. Also es ist zurzeit wohl nur in Englisch. So, das ist die Lodge, das bin ich jetzt. Also die Lodge, wo ich jetzt drin stehe. Ich kann mich da auch drehen. So, wir haben jetzt hier draußen Realtime. Das heißt, wir haben jetzt 7:30 abends, wo ich das Ding aufnehme. Ich mache jetzt mal Tag. Jetzt ist es heller, seht ihr? Und wir machen mal Nacht. Und jetzt sollte es dunkel sein. Jetzt haben wir Nacht. Ja, also richtig gut gemacht. Sieht auch richtig gut aus. Ich lasse das Ganze mal in Realtime, weil es wird ja gerade dunkel, weil wir haben 7:30. Vielleicht ändert sich ja mittendrin hier in dem Spiel die Tageszeit. Ja, dann haben wir Snap Turn, Fast Turn, Slow Turn. Ich mache natürlich Fast Turn, Move, Teleport, Fast Walk, Slow Walk. Dann machen wir mal Fast Walk und Fast Turn. Jetzt kann ich mich drehen, seht ihr. Und ich kann ganz normal laufen. Das ist mehr was für mich. Gut. So, weiter geht's. Wir haben dann Controller. Rechtshand bin ich. Unit mache ich in Zentimeter Kilo. Und Difficulty mache ich erstmal in Normal. Dann haben wir Musik und die Hintergrundgeräusche lasse ich auch so. Das mische ich später selber. Ich hoffe, der Ton funktioniert nachher. Ich habe gerade ganz kurz einmal aufgenommen und getestet. Da war alles gut. Ich hoffe, gleich im Spiel auch. Gut, ich würde sagen, wir schauen einmal ins Tutorial. Ich laufe mal noch ein Stück. Hallo. So, so. Hallo. Er ist ein bisschen ruckelig. So. Das können wir uns sparen, wie man hier drin läuft. Press Y und B to change your eye level. Also das können wir mal ausprobieren. Ich mache mal B. Aha. Jetzt werde ich größer, Leute. Ah. Das ist das Kleinste. Das ist wohl das Höchste. Boah, jetzt bin ich ein Riese. Noch größer? Nein. Also ich mache mal so, ne? Ja, das ist so meine Größe. Cool. So, nächste. You can change lures. Ich nehme mal an, das sind die Angelrouten, oder? Was heißt denn lures? By moving some stick to the left or right, the fish preferences in the shore, the fish will change color. Ja, also wenn ich den some stick links, rechts bewege, kann ich meine, ich keine Ahnung was, tauschen. As you hold down the trigger button, lift the controller and release the button while quickly waving down towards the fish. Ja, das ist jetzt schön, dass das hier alles steht. Leider A in Englisch und B, das kann ich mir alles nicht merken, wenn ich dann echt mal im Spiel bin. Also ich hoffe, im Spiel selber gibt es auch nochmal ein Tutorial. Sonst würde ich sagen, machen wir mal Error und Try. Das ist das Aquarium, habe ich mir schon gedacht, ich schwimme da nachher drin rum. 17, 18, Music Player, also hier steht wirklich alles, das gehen wir aber jetzt bitte nicht so detailliert durch. Leaderboard, MP3-Player, Aquarium. Wir schauen mal. Im Aquarium habe ich, aha, ich kann sogar mein Aquarium ändern in Stonewall, aber das kann ich noch nicht freischalten. Push it, it is so tricky. Aha, Unlock Achievements, also das kann ich freischalten und das muss ich kaufen. Guck mal, Leute, da sind das auch Achievements technisch, kann ich das und das muss ich auch kaufen. Und der Store, der wird mich wahrscheinlich jetzt rausschmeißen. Nein. Oder ist das, ah, das ist aber in-game, Geld. Also das ist ja schon mal eine Realität, wenn das hier DLC ist. Oh, ich nehme alles zurück. Ich muss mir Geld verdienen im Spiel. Das ist doch schon mal was.
So, das sind die Angeln. Ich nehme an, die anderen muss ich mir dann auch kaufen. Da kann ich nicht, also ich kann es nicht ändern. Ich habe nur das eine. Gut, ich bin nicht der Angelprofi, Leute, muss ich euch jetzt schon sagen. Also, wenn ich da was falsch mache oder falsch erzähle, dann seid mir nicht böse und nehmt mir das nicht krumm. So, da ist die Karte. Ich meine irgendwas von 18 Locations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Das sind nochmal 4, 7, 10, 13, 15. Oder ich kann noch. Ah, nee, das erlaube ich jetzt. Gut, South Korea, gibt es noch was anderes? Nein, erstmal nicht. Aber da soll später noch was dazukommen. Ja, wo wollen wir anfangen, Leute? Unten, fangen wir einfach unten an. Ach, der zeigt da sogar an. Ach, Unlock at Level 9, da kann ich noch gar nicht hin. Also kann ich nur den grünen. Da muss ich jetzt an die Stadt. Das ist ja nicht so schön. Da ist. Aha, ihr müsst das also alles freischalten. Also gehen wir fischen. So. Dum, 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 dum. Leute, ich stehe mitten an den Steinen und das Wasser bewegt sich richtig cool. Also das ist schon eine Nummer. Also, ich komme mir echt vor, als stehe ich hier und könnte jetzt fischen. Also ich muss jetzt lügen, ob die Steine 3D sind und ob das eine Tapete ist. Also es sieht teilweise aus wie Tapete und teilweise doch wieder wie 3D-Stein. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen getrickst worden ist. So, die Angel, die glänzt sogar. Seht ihr das? Also Hammer. Also das sieht echt krass aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen. So, kann ich das drehen? Nein. Hallo? Wahrscheinlich muss ich erstmal schmeißen. Ich drücke jetzt mal. Jetzt habe ich mir eine Brille aufgesetzt. Was war das denn? Kann ich die wieder abnehmen? Hallo? Jetzt sehe ich, wo Fische sind. Aha. Ich drücke jetzt mal irgendwelche Knöpfe. Ah. Ich habe ein Foto gemacht. Ja, und das ist jetzt echt blöd, dass es hier kein Tutorial gibt, ne? Da ist Musik. Player Position. Controller Left, Volumen, da ist die Karte. Nein, ich möchte, da kann man wieder in die Lodge zurück und nee, ich möchte einfach, nein, ich möchte einfach wieder zurück. Ich habe wieder ein Foto gemacht. Ach so, mit B komme ich wieder. B ist das Menü und ich habe jetzt zwei Fotos gemacht. Ich weiß nicht, wo ich die sehe, aber das ist egal. So, dann drücken wir mal. Ich muss hier mal. Ich kann mir die Knöpfe nicht merken, Leute, bin ich ja ehrlich. So, ich drücke mal X. Ich mache wieder ein Foto, also X und A sind Fotos machen und Y ist auch das Menü. So, wenn ich hier den Touch-Controller bewege, höre ich Töne, aber sonst höre ich nichts. Gut, ich drücke jetzt mal den Trigger und dann schmeißen wir das Ding einfach mal. Es passiert nichts, also das ist falsch. Das finde ich jetzt aber auch nicht. Wie geht denn das jetzt? Also, das ist ja wieder wie bei meinem Talk am Teich. Ich weiß hier nicht, was ich tue. Das finde ich jetzt auch nicht ganz so lustig. Weil, hallo? Also, aha. Jetzt habe ich das. Also, man muss den Trigger auch wieder loslassen. Jetzt tut sich dann was. Man sieht was. Es vibriert auch leicht. Ich weiß nicht, hat er jetzt schon angebissen? Nein, ne? Kann ich jetzt schon drehen? Jetzt kann ich auch drehen. Das ist echt gut gemacht. So, jetzt habe ich was. Ist er weg, ne? Habe ich jetzt Scheiße gemacht. Gut. Hallo? Kann ich das jetzt auch irgendwie beeinflussen? Dass der da anbeißt? Ich drehe nochmal. Andersrum drehen. Aha. Ja, aber der lässt ja wieder los, der Fisch. Also irgendwas mache ich da falsch. So, wir machen das Ganze nochmal. Also ich drücke jetzt hier den Trigger und dann lasse ich dann los. Dann geht's, seht ihr? So, die Fische gehen jetzt dahin. So. Also optisch ist das echt eine Wucht, Leute. Also das ist echt schon Hammer. Und man sollte das wahrscheinlich besser im Sitzen spielen, aber ich wollte jetzt mal für die First Impression im Stehen kurz reinschauen. So, jetzt drehe ich mal nicht. Jetzt ist der Fisch wieder weg, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich dann machen muss.
Man sollte das auch besser vorher alles. Aber das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Also ich hätte lieber ein Tutorial gehabt hier im Spiel und nicht zum Lesen. Aber wieso ist denn der Fisch? Und da muss ich gar nichts machen, erstmal abwarten. Ja, man muss ein bisschen Geduld haben beim Angeln. Das ist so, Leute, kann ich noch ein bisschen was erzählen. Ja, so. Ich mache jetzt mal nichts, dann ist der Fisch auch weg. Also irgendwas muss ich machen. Ich weiß noch nicht was. Das ist natürlich wieder ganz toll. Jetzt drehe ich andersrum und drehe dann aber auch die Schnur auf. Also das ist dann relativ egal, wie rum ich drehe, scheinbar. So. Jetzt ist das wieder da hinten. Aber irgendwas muss ich ja machen. Mal schneller drehen. Aber normalerweise dreht man ja langsamer beim Angeln, ne? Ja, probieren wir mal. So, mit gleich anbeißen. Nee. Also das ist genauso falsch. Ja. Viel mehr kann ich aber bald nicht mehr machen, ne? Wir drücken gleich mal die Trigger-Taste, die Griff-Taste, wenn der Fisch anbeißt. Da tut sich dann auch nichts. Ja, dann hätte man vielleicht doch besser das Tutorial lesen sollen. Das tut mir jetzt schon wieder leid, Leute. Ich schau mal, vielleicht kann ich hier drin noch was retten. Nicht wirklich. Gut, es nützt nichts. Bevor ich jetzt hier stundenlang ausprobiere, gehen wir nochmal in die Lodge. Tja, so ist das mit einer First Impression, wenn man es vorher sich nicht anguckt und übt. Gut, aber wir wissen ja schon mal ein bisschen Bescheid. Also, das Ding kann ich schmeißen. As you down the trigger button, lift the controller and reach it, das haben wir hingekriegt. Reel in the line by winning the controller by pressing the grip button or pressing the trigger button. Wind them slowly to lure the fish to speed up the running. Keep wearing the controller, pressing the trigger button. So, das, so weit sind wir gekommen. So, pull up the controller quickly to set the hook. Also, ich hätte es schnell hochziehen müssen. Wie bei Bait, ne? So, wheel the controller or press the trigger button to reel the line. Gut, das verstehe ich jetzt wieder fast nur zur Hälfte. Move the controller in the direction of the arrow. Also, wenn der Fisch schon abhauen will, in die Richtung, da wo der Pfeil ihn zeigt. Gut, wir probieren das jetzt nochmal. Also ich muss einfach nur schnell die Leine hochreißen. Ja, das Autogeräusch ist auch recht cool. Ne? Jetzt fahren wir wieder dahin. Ich stehe hier wieder. Aber ich finde das hier auch mit dem Wasser so toll. Ne? Seht ihr das? Manche, ich könnte da reinlaufen. Mal ausprobieren. Nee, das geht nicht. Ne? Nein. Gut, wollen wir das Spiel jetzt hier nicht unnötig verwirren. So, wenn ich jetzt wieder die Trigger-Taste drücke, kommt wieder diese coole Brille, ne? Schnack. Ha, ist das nicht heiß gemacht? Gefällt mir. Also ich bin ja echt kein Angeltyp. Da oben ist auch eine Möwe, ne? Also echt coole Details. Aber die Optik finde ich echt Hammer, ehrlich. So. Und jetzt, wenn der Fisch anbeißt, ziemlich schnell nach oben ziehen. Oder die Angel nach oben reißen, ne? Komm, komm. So, eine Musik höre ich zur Zeit nicht. So, jetzt habe ich es. Jetzt soll ich drehen. Jetzt hat er sich losgerissen, ne? Jetzt war ich zu langsam, aber wir waren ein bisschen weiter wie vorher. So. Ich drehe mal leicht. Ich halte jetzt einfach mal so fest und versuche dann auch gleich zu reißen. Komm. Mach schon. Hallo. So. Jetzt. Jetzt kommt auch Musik. Muss ich schneller. Darf wahrscheinlich nicht in den roten Bereich rein. Ja. Leute, das ist echt gut gemacht. Das gefällt mir. Ich bin echt kein Angelfan. Und? Ich habe einen Fisch. Leute, guckt euch das an. Spotted Barrel 0,37 Kilo, 3 Credits oder Release. Ach so, wenn ich den jetzt behalte, bekomme ich Kohle. Und wenn ich ihn wieder freilasse, bekomme ich XP. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir behalten den. Zack, jetzt habe ich Kohle. Und ich kann weiter angeln. So, Brille nicht mehr auf. Doch, da ist die Brille wieder. Also, nehmen wir noch einen. Das ist echt gut. Also besser wie Bait. Auf jeden Fall, Leute, kann ich euch nur sagen.
Aber Bait ist auch kostenlos, das Ding kostet 20. Aber ich sag mal, bis jetzt würde ich fast sagen, für Angelfans echt jeden Euro jetzt schon wert. Also es ist echt, also es kommt echt gut rüber. Was haben wir jetzt? Achso, ich muss wieder ziehen. So, da kommt der angeflogen. Ein Minnow kenne ich nicht. So, und den releasen wir aber. Und jetzt bekomme ich XP. Seht ihr das? So, machen wir noch einen. Zack. So, das ist ziemlich weit weg. Da kommt schon ein Fisch da hinten. Da habe ich. Jo. Tja, könnte man fast wieder Talk am Teich aufnehmen, ne? Oh, 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 oh. Ja. So, es wird ja wahrscheinlich auch später dann noch schwerer, ja. Zack. Ich habe ihn jetzt sogar richtig gefangen, habt ihr gesehen? Da ist der Fisch. Ne? Auch der Fisch sieht richtig gut aus. Ich kann ihn nur nicht drehen, ne? Also drehen kann ich nicht. Aber er sieht richtig gut aus. Und, ah, das ist ein Rare-Fisch. Also der gibt es nicht so oft. Super. Was machen wir? Also ich will die Kohle. Keep. Und dann habe ich den. So, jetzt ist die Frage, ist der in meinem Aquarium? Guck mal, es kommt sogar ein Regenbogen da oben. Ne? Also solche Details jetzt. Ne? Also ich bin echt schwer begeistert. Ja? So. Mit dem Foto, das habe ich leider immer noch nicht gerafft. Aber wir können ja mal von dem hier, von diesem Panorama, von dem Regenbogen, machen wir jetzt mal ein Foto. Habe ich. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir das irgendwo finden. So, ich gehe nochmal ins Menü. Und dann gehen wir in die Lodge zurück. Ja, da steht sogar hier Sonne. Kann ich das ändern? Nein. Da kann ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt in die Lodge. So. Ach ja, da stand ja Level 2, 3 Requirement for die anderen Maps hier. Ne? Genau. Unlock at Level 2. Das ist derselbe. Nur in Nacht. Seht ihr das? So, was haben wir denn da? Dann haben wir noch den Hangijong River, Dong River, Gosam Lake. Entschuldigung. Das ist schon echt alles recht cool. So, Aquariumfische. Ich habe doch auf jeden Fall zwei Fische gefangen. Ne? Die sind aber nicht dabei. Oder muss ich die kaufen? Gucken wir mal. Ich möchte den Snakehead. Plus minus steht ja, da muss ich den eigentlich ja kaufen können. Ach so, Number of Fish needed to add to the Aquarium 5. Maximum Number können wir 0. Die muss ich dann erst fangen. Und dann habe ich da wohl, also irgendwie sind die Fische, die ich gefangen habe, nicht hierbei. Gut, dann sehen wir das später. Das muss ich auch alles kaufen. Also ich kann jetzt im Grunde erstmal nur weiter angeln. Mehr kann ich nicht tun. Also passt auf, Leute. Ich gucke, ob wir das noch, wie, ich weiß nicht, wie spät wir haben. Weil es wird ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt hier nur angel an derselben Stelle. Das mit der Brille finde ich echt immer noch Hammer. So. Zack. Es wird ein bisschen dauern, bis ich den einen Level jetzt hier kriege. Und das sieht natürlich jetzt auf Dauer auch ein bisschen langweilig vielleicht für euch, befürchte ich. So, komm, beiß an. Da ist was ganz Großes, ne? Zack. So, ich drehe jetzt mal ziemlich schnell. Ah, seht ihr, da unten ist das der rote und der blaue Balken. Sind so ein bisschen kleiner. Das ist wahrscheinlich ein leichter Fisch. Zack. Das ist ein ganz kleiner Fisch. Den hatten wir schon, ne? Ich will XP. Und weiter geht's. Aber das geht echt gut von der Hand. Das fühlt sich gut an. Die, Angel sieht richtig geil aus, also spitze. Ja, also ich habe da echt so ein Bait erwartet, aber nicht so schnell, nicht so schnell. Hallo, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, wenn da hier so Pfeile kommen, wenn ihr ausbüchsen will, dann müsste ich ja so nach rechts und links ziehen. Stand da ja, ne? Aber gut, das wird wahrscheinlich bei diesen kleinen Fischen noch nicht sein. Wir fangen ihn wieder. Zack. Das Fangen finde ich richtig gut. So, Blue Jill, den hatten wir auch noch nicht. Ja, ihr seht, das dauert noch bis Level 2. Ja, ich hoffe, ihr habt noch so lange Lust, hier zuzuschauen. Spektakulär ist anders, ich weiß. Aber das ist ja nur mal Angeln, ne?
So. Komm, 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 komm. Ich pack schon mal her. So. So. Das ist wieder was ganz Kleines. Ein Goldfisch. Ein Goldfisch. So, der Goldfisch, den... da mache ich jetzt auch Release. So, ich gehe jetzt ins Menü, Leute. Also das ziehen wir jetzt nicht mehr durch. Außerdem wollte ich mein Foto noch... Ich habe wieder ein Foto gemacht. Ne? Ich wollte meine Fotos noch suchen. So, der Goldfisch war nämlich bei den Fischen dabei. Das habe ich gerade gesehen. Und ich wollte mal schauen, ob der im Aquarium ist. Mein Aquarium ist nämlich noch leer. So, wir gehen noch mal ganz schön ins Aquarium. Fische. Und irgendwo war der Goldfisch. So, da. Number of Fish, ich habe einen. Number of Fish needed to edit. Ich müsste 4 fangen und dann hätte ich diesen Fisch für mein Aquarium. Gut, hätten wir das auch geklärt. So, jetzt habe ich nur noch meine Fotos, ne? Map, Fishing Tackle. Ja, meine Fotos weiß ich nicht, wo die sind. MP3-Player, Leaderboard. Spielt da schon jemand? Wow, ganze 3 Leute. Ich bin auf Platz 2 der Welt, Leute. Ja, gut. Ist auch nicht schwer, ne? So, ja, wo ich meine Fotos finde, weiß ich nicht. Oder ist hier irgendwie wieder in der Lodge irgendwas versteckt, so ein Fotoalbum oder so? Ich weiß es nicht. Das kommt später, wahrscheinlich Multiplayer. Aquarium Store, ja, leider weiß ich nicht, wo. Ach, Lures sind die Köder. Leider weiß ich nicht, wo meine Fotos sind. Ja, gut. Ich würde sagen, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Das Ding erscheint, wie gesagt, am 12. September. Das sind noch 14 Tage jetzt, weil heute ist ja Donnerstag, heute ist ja Oculus Quest Release Day. Ich werde in den 14 Tagen nochmal so 1-2 Videos von dem Ding hochschmeißen. Aber nicht mehr als Premiere, sondern als normale Videos. Dann könnt ihr da, wenn ihr Interesse habt, ein bisschen weiterschauen, bevor das Ding erscheint. Also ich werde nochmal so 1, 2, 3 Level hochspielen, ein bisschen Geld machen, Aquarium ein bisschen füllen und meine verdammten Fotos suchen. Vielleicht stehen die Fotos auch irgendwo hier drin, ich weiß es nicht. Weil irgendwo muss ja auch stehen, ich kann Fotos machen, ne? Hallo? Jetzt war ich wieder zu schnell, zu langsam. Da steht nur die Settings. Achievements, die sind nachher da in dem Regal. Aquarium, da ist was mit Foto, ne? Ah, die sind im Musikplayer. Dann gehen wir noch mal kurz da rein. Da, Fotos, ne? Nicht. Hallo? Jetzt war ich wieder zu schnell, ne? So, Device, please. Da ist leider gar nichts. Ja, dann war ich jetzt wieder zu schnell mit dem Tutorial, außer man kann vielleicht, komm, wir machen nochmal, zack, 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 zack. Da hängt es immer ein bisschen. So. Musikplayer in Screenshot. Copy MP3-File. Press RX-Button to take a screenshot. It will be saved in the screenshot folder. Please allow permission to access your photo media and files on your device. Habe ich eigentlich gemacht. Also die Dinger sind jetzt auf meiner Quest praktisch. Und ich kann sie überall teilen. Also jetzt gar nicht im Spiel mir anschauen. Ne? Also ich finde, ich kann hier nicht. Seht ihr, er macht das nicht. Oder er braucht länger zum Laden. Ich weiß es nicht. Okay, eigentlich sollten sie da sein. Erlaubnis habe ich erteilt, ist auch egal. Gut, dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Das Ding ist, wie gesagt, optisch echt ein Hammer. Spielerisch macht mir das auch Spaß. Und ihr könnt euch da echt auf eine coole Angelsimulation freuen. Das Ding ist ja nicht umsonst auf der Go schon so ein kleiner Hit, wie ich gelesen habe. Ja, dann war es das mit der Premiere. Freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr vielleicht hoffentlich ein bisschen Spaß hattet. Ich hatte meinen Spaß. Ich bin echt noch ein bisschen von den Socken, von der Optik. Und wenn das Ding irgendwann mal Multiplayer hat, vielleicht kann man ja auch mal zusammen eine Runde angeln, in Ruhe ein bisschen schnacken dabei und dann passt das schon. Gut, dann entlasse ich euch. Schönen Abend wünsche ich euch. Lasst mir ein Däumchen dafür, das Ding. Und wer noch kein Abo hat, einfach auf die Glocke hauen, der verpasst dann auch keine Premieren von mir, die ich zu gegebener Zeit mache und ist immer auf den neuesten Stand. Ja? Gut, dann genug geschnackt, bis die Tage, euer Toxic, bye.